Da sind wir wieder. Weiter die Uhr. Juhu. Ja, ein Wrack beseitigt. Und wie? Soll ich es in die Luft jagen? Wahrscheinlich schon. Moment. Ich hätte vielleicht vorher lesen sollen, bevor ich gesagt habe, hallo. Paragraph D. Oh, wei. Das sollte ich, das gibt noch. Ihr werdet meine Fackel geben. Ich werde euch meine Fackel geben. Bin ich blind? Hier. Ja, irgendwie sieht man Dinge nur, wenn man danach sucht, so ab und an. Oh, verpiss dich doch mal, du Dreckswolf. Mein Gott. Ich verkokel dich ernsthaft. Ich habe hier eine Fackel. Ich verkokel dich gleich mit, du Vollpfosten. Nee, das ist seins. Das ist Quatsch. So, das hier brennt. Das da. Brennt halt noch nicht. Das ändern wir aber ganz schnell. Oh, Abklingzeit. Weil eine Fackel ja auch ausgeht, nachdem man irgendwas anderes damit angezündet hat. Ich denke mal, hier irgendwo war das andere. Ja, genau. Jö, Sieg im Arati-Becken. Klasse. Uch, das Arati-Becken mag ich gar nicht. Mein Lieblingsgebiet, was PvP angeht, ist das Altaraktal. Es dauert am längsten, es gibt aber die meiste Erfahrung und es ist einfach nur geil. Noch ein Frack. Oh Mann. Ach so, wir sind aber doch gleich zwei. Oh, verpiss dich, Wolf. Ehrlich. Du bist es nicht mal wert, ehrlich. Kobalt. Oh, durch die Nase zieh. Oh, Kobalt. Yay. Ich brauch's zum Verarbeiten. Ich kann's halt nun mal nicht ändern. Ja, nun. Platte. Klasse. Immerhin mal im Raum. Wir gehen gleich zurück in den Kurbeltisch. Oh, voll episch. Die aber immerhin mal eine leichte Quest. Yeah. Eine, die Kimiko auch kann. Ohne den Questtest lesen zu müssen. Juhu. Obwohl ich das ja gerade gemacht habe, aber egal. Hätte ich das jetzt gewusst, dann hätte ich es halt nie machen müssen. Egal. Oh, wie verstreut diese ganzen Quests einfach mal wieder sind. Oh, hier ist schon wieder eine neue. Was heißt hier schon wieder? Ich habe sie bestimmt nicht gesehen vorhin. Ist schon klar. Oh, seid ihr aber groß? Nein, du bist nur scheiß kleiner, blöder Winzling, du. Kimiko auf Agro-Tour. Ich weiß nicht warum. Oh, deswegen. Ich habe jetzt gerade entschieden, deswegen bin ich auf Agro, weil diese dumme scheiß Fahrstuhl, als hoch und runter fährt, was ein Fahrstuhl halt so macht, aber irgendwie kotzt es mich gerade total an. Oh! Mann, ey! Haben wir schon Handschuhe? Wir haben schon Handschuhe. Beweglichkeit. Ach du Scheiße, Beweglichkeit. Das kannst du ja mal gleich rauspfeffern. Wiedersehen. Kennt ihr schon meine Archäologie-Schlampen? Manon sagt immer meine Bitches. Hier, ich hab's euch, glaube ich, schon mal gezeigt, aber es ist egal. Gut, es sind hässliche, fettarschige Zwerge, aber mein Gott. In... Okay, whatever. In Herr der Ringe gibt es, glaube ich, keine weiblichen Zwerge. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die haben da ganz gut dran getan. Ich bin nämlich auch in der Meinung, in WoW gibt es keine weiblichen Zwerge. Das, was ihr hier seht, das ist ein Zwerg mit Titten. Aber das ist kein weiblicher Zwerg. Ich verleugne dieses... Wesen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist einfach nur... Ja, diese Quest kenne ich jetzt ab und zu mal. Oh, die ist auch gay. Die sind so gay, so gay, so gay, Daddy. Huhu, egal. So gay, Daddy, wollte ich sagen, egal. So gay, Daddy, naja. Ist egal. Kimiko auf Drogen ist nicht gut, das sollte man unterbinden. Ich muss hier die Scheiße irgendwas machen. Irgendwas muss ich hier machen, Moment. Handbuch. Das war aber doch hier oben.
Oder nicht. Ich gucke jetzt einfach mal unten, aber ich bin trotzdem neugierig, dass das oben war. Hier, für ganz Blinde. So ein fettes Buch auf dem Tisch und ich sehe es nicht, ist klar. Oh, Maul. Hier meine Mini-Version, die macht dich fertig hier. Attacke. Attacke, habe ich gesagt. Du bist nutzlos, du bist ein Buhn. Oh, und du bist nervig, weißt du das? La 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 la, du quatschst zu viel. Ehrlich, Männer, warum müssen die Männer immer so viel quatschen? Jetzt mach Henne. Oh, danke schön. Ich darf dich endlich umlegen. Hier, weißt du was? Kopfnuss. Und ich weiß, es ist keine Kopfnuss. Ich sag aber immer Kopfnuss. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag das einfach. Kopfnuss. Hammerschlag klingt einfach scheiße. Kopfnuss geht schneller. Hat weniger Silben. So, und dann muss ich noch ein paar komische Viecher bombardieren hier. Oh, Haua. So, Moment. Nun eingetragen. Ja. Muss ich hier nicht irgendwas hinstellen? Aufspürhunderschlundlöcher. Warum müssen eigentlich die Quests, die ich brauche, nie aktuell sein? Mann. Möchte, dass ihr die Karte nehmt für die Position. Das Ding ist, ich weiß ja immer, was ich machen soll. Ich weiß nur nie, wo ich meine scheiß Items habe. Ist voll zum Kotzen, ey. Ja, und am Ende müssen wir irgendwas bombardieren, dann kommt da voll so ein fettes Anubarak-Vieh raus. Übertrieben gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Anubarak-Model ist. Ist mir auch völlig wurscht. Dieses Kacknupfi haben wir sowieso schon 1 Milliarde Mal umgeblasen. Was war das denn, ey? Leuchtarschkäfer. Auch Glühwürmchen. Leuchtwürmchen. Oh meine Güte. Oh Mann, mir tun die Arme weh. Autsch. Ich hock schon den ganzen verfluchten Tag am PC und suchte vor mich hin. Oh, meine Nase juckt. Jo, meine Kurve. Puh, Landung. Ach Gottchen, eine Bixi. Das ist eine Schurkin, kann das sein? Irgendwie würde die voll gut zu Cissos Frau hier, ey. Bixi, lol. Dummer Name, aber egal. Oh, großartig, verseuchte Magna tauchen. Ach ja. Oh, großartig, ich muss sie töten. Oh Mann, stimmt, die sehen, oh, die sehen aus, als wenn sie Wasser lassen würden, sagen wir es mal so. Bing. Ach, das ist so eklig. Ja, für diesen langen Flug. Oh, es gibt in den Sturmgipfeln eine Quest, da muss man diese armen Mammuts in die Luft jagen. Die zerspringen in 1000 Stücke. Das tut mir immer voll leid. Das ist so gemein, ey. Ja, nun komm, ich wollte sagen, ich will das Ding zum Heilen haben, Mann. Das habe ich zwar nicht nötig, aber ich will das einfach so. Tauren. Tauren. Zentauren. Tauren. Ich mag Tauren. Ich finde ja nur im Gegensatz zu Warcraft, wo die. Also Kern sah in Warcraft so fies aus. Der hatte keine Pupillen. Voll bösartig sah der aus. Also voll, nicht bösartig, aber so halt voll fies irgendwie. Weiß nicht. Und
jetzt so voll Knutschkuscheltierchen, also ein bisschen dämlich haben sie es ja schon umgesetzt. Im Gegensatz zu vorher. Cool. Boah. Für dieses Vieh hier, oder für solche Viecher, braucht ein Hunter Beastmaster. Was ich echt nervig ohne Ende finde. Ich bin ja mal gespannt, wie sie den Demon Hunter machen wollen. Aber irgendwie, ich meine, es gibt ja jetzt schon viel zu viele Jäger. Ich frage mich ja wirklich, also das wird ja echt grausam, Blizzard. Ich hoffe, ihr seid euch im Klaren darüber, was ihr uns antut. Noch mehr Jäger. Ich meine, ja, das ist das, was das Land braucht. Noch mehr Jäger, klasse. Och, Mammut. Das tut jetzt auch... Entschuldigung, unbedingt Not, dass das Vieh jetzt auch noch mit hier rankommt. So, jetzt hätte ich gerne ohne Rüstung, einfach ohne alles. Werde ich mir auch irgendwann nochmal holen. Ich habe schon zigtausendmal dieses dumme Kriegsmammut gehabt, das schwarze. Das heißt zigtausendmal, das ist auch gelogen, aber ich hatte schon das Kriegsmammut, das weiße von den Synhodias. Ich finde diese hier ohne diese ganze Panzerung irgendwie viel geiler, muss ich echt mal sagen. Die sehen einfach hübscher aus. Diese ganze Panzerung, die finde ich sowieso bei den meisten Viechern ziemlich gay. Bei manchen sieht es echt geil aus, aber naja. Also eine Verbesserung ist es zum Beispiel bei den Raptoren. Ohne sehen die ja so mickrig aus. Da passt das wirklich saugeil. Bei den Thai-Books finde ich es einfach nur zum Kotzen, wozu die Rüstung. Die sehen ohne viel besser aus. Was gibt's denn noch? Ja, die Greifen, die sehen mit besser aus, aber ich meine, das hier sieht aus wie eine fette, fette Taube. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Obwohl die fette, bunte Taube ja eigentlich der Phönix ist. Der ist ja wohl der Oberpro, ey. Komm, voll in den Arsch geschossen. Klar, dass der sauer ist. Ja, nun komm. Und weg damit, danke. Komm, einen noch, dann kann ich den Part beenden. Jetzt rufen alle nein oder ja, je nachdem. Juhu, die Schlampe hört endlich auf zu reden. Ich mache mich nicht selbstfertig, es ist nur Humor, es ist nur Spaß. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich habe nichts dagegen, mich selbst zu pornen. Es ist nicht irgendwie, oh mein Gott, aus Minderwertigkeitskomplexen, das ist einfach nur Spaß. Weil manche Einnahme hat mal gesagt, ja, du machst dich immer selbstfertig, das ist doch nur Scherz. Ist doch nur Spaß und allem. Ui. Der hat einen ganz gechillten Gang hier, der Kollege. Der ist einfach voll geil. Ich mag die. Ich liebe diese Würmer, ehrlich. Das ist einer meiner Lieblingspets. Würmer. Ich muss aber sagen, ich habe noch nie, oder ich würde jetzt nicht unbedingt einen Beastmaster machen, nur um diese Viecher zu haben, aber naja, gut. Stärke und Grit. Schon wieder neue. Das ist, das sind jetzt bestimmt... Ich hatte doch vorhin schon Schultern, also ein paar Parts davor. Ja genau, die hier und dafür habe ich noch andere. Und das sind jetzt die dritten mit kritischer Trefferwertung etc. Weißt du, da könnte man eigentlich auch mal, ne, was fürs Ausweichen machen. Aber das wäre ja zu einfach, ne? Ich habe das schon mal gesagt, das kotzt einfach nur voll furchtbar an. Solchen Kessel neutralisieren, ach du meine Fresse. Ja okay, machen wir noch schnell. Boah, schwere Quest doch. Echt saumäßig schwer. Ja, komm mal mit raus hier. Ja, will er natürlich nicht. Ist klar. Ich habe vergessen. Ich vergaß, es ist ein Magier. Oder irgendwas halt. Es ist ein Stoffträger, ein Robenträger. Die kommen ja nicht. Die gehen ja nicht. Hallo? Die könnten sich die Haxen brechen. Was erwarte ich denn hier auch? So, jetzt machen wir aber wirklich gleich einen Schnitt. Ja, die... Moment. Uah, nee. Der Rest ist eh unwichtig. Drauf gekackt. Komm. Ja, wer hätte das gedacht? Nur zwei Quests. Na, klasse. Stimmt, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Verdammte Axt. Waffenkunde. Fiole der Erneuerung. Ich brauche die Fiole der Sande. Nicht die Fiole der Erneuerung. Das ist Schmuck. Ach, so. Selbst, oh, diese Schuhe, was soll das bloß immer? Die armen, armen
Stoffis. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Freude war ganz eurerseits. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.